Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit dem Joy elektrischen Heizkissen für den Rücken mit Abschaltautomatik. Das Teil hier ist 24 zu 12 Inch groß. Es heißt also, das bekommt ihr gut gut und nice über euren Rücken gelegt. Ganz bequem über den Rücken damit. Für die kalte Jahreszeit super. Wenn ihr Rückenschmerzen habt, auch im Sommer, sehr gut. Denn da könnt ihr richtig auf eure Area dann einwirken, wo ihr eventuell Ping haben solltet. Sie ist maschinenwaschbar, die Wärmedecke. Natürlich jetzt nicht die Elektronik da drin, das muss man dann trennen. Es ist ein elektrisches Kissen für die Schulterpartie. Es gibt es in Blau und es gibt es in Grau. Die Stromversorgung ist über USB geregelt. Das bedeutet, dass wir im Prinzip viele, viele Geräte, die wir im Haushalt haben, damit betreiben können. Also USB-fähige Geräte wie Computer, Laptop oder die USB-Steckdose, eine Powerbank für das mobile Heizen und oder natürlich euer Handy-Ladegerät ist auch dort möglich. Der USB Universal Serial Bus ist das oder die Schnittstelle, die diese Geräte hier immer gerne dann heutzutage unterstützen. Da braucht man nämlich kein Trafo mehr extra, sondern hat sozusagen im USB diesen Standard gefunden. Das kompakte Heizkissen kann durch das Anschließen an einen Personalcomputer, eine Powerbank, einen Carport oder dem Wandadapter, welches natürlich alles nicht im Lieferumfang ist, mit einem universellen USB-Anschluss verwendet werden, damit wir unsere Schmerzen überall lindern können, wo ein USB geführtes Steckdöschen zum Beispiel in der Nähe ist. Wir haben 4 Heizeinstellungen und automatische Abschaltung. Das 30,5 zu 61 cm große Heizdeckchen verfügt über die 4 einstellbaren Heizstufen. Das bedeutet 40, 45, 50 und 55 Grad Celsius. Und entsprechende Tastenfarben haben wir auf dem Bedienelement. Blau, Grün, Gelb, Rot. Blau ist demzufolge 40, Rot ist dann das 55 Grad. Dadurch können wir unseren Komfort anpassen. Die wohltuende Wärme hilft, allgemeine Schmerzen zu lindern. Es wird natürlich empfohlen, die höchste Stufe für nur 15 bis 20 Minuten einzuschalten. Okay, um dort nicht zu lange der monströsen Wärme von 55 Grad Celsius sich dann auszusetzen. Wir haben einen Überhitzungsschutz und es ist maschinenwaschbar. 60 Minuten automatische Ausfunktion. Das heißt also, auch die Hardcore-Leute können natürlich mit 55 Grad Celsius länger als die besagten 20 Minuten dranbleiben. Das ist möglich. Aber nach einer Stunde ist hier erstmal Schluss und dann geht der eingebaute Überhitzungsfunktion an und sorgt für unsere Sicherheit. Denn es gibt nichts Schlimmeres als hier so ein Heizkissen, was tagelang im Prinzip rumballert. Das verbraucht einen Haufen Strom in dem Fall dann und ist natürlich auch irgendwann dann gefährlich, weil dann trocknet alles aus. Der kuschelige Bezug ist abnehmbar, indem wir den Reißverschluss einfach öffnen und den Klettverschluss dann entkletten. Dann können wir ihn ganz einfach herausnehmen und zur Pflege und Hygiene frei in die Waschmaschine reinwerfen. Und wir haben ein freihändiges Design. Das ist sehr schön, denn die Druckknöpfe und Befestigungsgurte helfen uns, uns das individuell auf unserem Körperbild anzupassen und ermöglicht uns dadurch ein freies Bewegen, während wir die Wärme Entspannung genießen können. Natürlich, da müsst ihr gucken, dass ihr mit dem Kabel hinkommt oder in eine Powerbank. Außerdem ist die elektrische Heizung an beiden Enden mit beschwerten Glasperlen ausgestattet, damit sie an unserem Körper sich besser anschmiegen kann und sozusagen der Schwerkraft
folgt. Das ist sehr sinnvoll. Dann haben wir keine großen Luftlöcher dazwischen, die eventuell noch abschirmend sind, sondern wir werden direkt erwärmt. Dieses Tragbewärmekissen kann für den Nacken, für die Schulter, für den Rücken, für den Bauch, auch für die Waden und Oberschenkel verwendet werden. Mit dem USB-Anschluss kann das Pad bis zu 5 Stunden bei der höchsten Einstellung mit einer 10.000 mAh Powerbank, welche nicht im Millifonfang ist, dann betrieben werden. Es ist ein tolles, nices, gutes und gesund machendes Tool hier für uns. Eine USB-powered Heating Pad von Alljoy. Verpackungstechnisch sehr schön, finde ich. Wir haben ja ein edles Blau. Wir haben ein Model drauf, wir haben das Produkt drauf und dort sieht man auch schon den Main-Einsatz-Fokus, das ist die Schulter. Es geht aber auch natürlich jedes andere Körperteil, was ihr da drum setzen könnt. Hinten haben wir noch ein schöneres, satteres Blau und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ding so von innen aussieht. Ne? So, machen wir mal das Ding ab und dann schauen wir uns mal an, was da so abgeht. So, ob hier klappt. Es ist CE, FCC und UKCA geprüft. Das heißt, es darf frei in Deutschland natürlich auch, in Europa vertrieben werden. So, drin ist ein Plastikbag, war zu erwarten. Und da haben wir auch schon die schöne Heizdecke in Grau. Und hier ist so ein VIP-Umschlag dabei. Ja, hier haben wir noch eine E-Mail. Adresse, um uns dann eventuell dort mit denen kurz schließen zu können. Dann können wir auch noch den aktivierten VIP-Status benutzen. Das ist meistens eigentlich immer, dass sie dann sagen, dass wir 2 Jahre Garantie haben, obwohl in Deutschland ist es Pflicht. Also egal. So, hier geht in Englisch was ab, hier geht was in Deutsch ab. Wir haben schwarz-weiß-graue Beschreibung dabei, wie wir das Gerät benutzen können. So, was haben wir hier? Hier ist ein Kabel. Dieses besagte Kabel ist demzufolge nochmal eingewrappt. Warum machen die das eigentlich? Wir brauchen doch nicht nochmal eine extra Verpackung um das Kabel. Wir haben 2 Kabel dabei, ein kurzes, ein langes. Das kurze ist, ja, ist da und das lange ist da. Das heißt also, wir können einmal für einen etwas mobileren Einsatz ist benutzen, sprich mit Powerbank den kurzen nehmen und den langen benutzen wir, wenn wir irgendwo uns in einem Umkreis von, ich schätze mal 2 Metern, bewegen wollen. Auf dem Teil selber haben wir hier einen Knopf und hier einen Knopf. Das ist der An- und Ausschaltknopf, beziehungsweise hier kommt dann auch unsere USB-Freundin an. Ja, die kann hier reingesteckt werden, hier unten, da. Damit haben wir dann die Energie schon hier anliegen und können das Gerät hierüber steuern. Hier werden wir den Grad der Temperatur auswählen, wie hoch es werden sollte. Ich erinnere nochmal, wir haben 40, 45, 50 und 55 Grad Celsius zur Auswahl. Das ist einfach und es fühlt sich wirklich sehr flauschig an. Es fühlt sich so wie Mikrofaser an, sehr gut. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, mit dem Reißverschluss das Außenleben vom Innenleben zu trennen, wie ihr seht. Hier sind Glasperlen drin, jetzt aber keine Butzschisser werden. Das sind jetzt keine Glassplitter, die euch Auer tun, sondern es sind abgerundete Glasperlen, die dort ein Gewicht nach unten setzen und dadurch uns helfen, dieses schöne Konstrukt besser an unseren Körper anpassen zu können. Dann haben wir hier noch, um durchzuflutschen und diese natürlich dann mit Druckknöpfen zu schließen. Wir haben genauso das auf der anderen Seite hier wieder vorliegen und können so dann das um uns herum zusammenflutschen lassen. Also es fühlt sich sehr, sehr, sehr angenehm an, sehr schön. Und es ist von der Größe her absolut ausreichend, euch dort den Nacken, die Beine etc. eine schöne, warme Packung zu bekommen. Das hier ist das Alljoy elektrische Heizkissen. Das gibt es in Blau und in Grau. Cooles Teil. Wirklich cool. Sehr schön für kalte Tage und natürlich auch sehr schön, um gegen Rückenschmerzen oder Nackenschmerzen ankämpfen zu können. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal.
Sun Sun.